Herzlich willkommen zu diesem Teil 2 meiner Videoreihe über Gitarren. Im ersten Teil habe ich kurz davon gesprochen, dass es wichtig ist, die Gitarre im Verhältnis zum Körper von der Größe her anzupassen und dass es keine so schlaue Idee ist, mit direkt dünnen Stahlsaiten anzufangen. Jetzt geht es weiter mit den verschiedenen Varianten und worauf du achten solltest beim Kauf einer Gitarre, insbesondere wenn du gebrauchte Gitarren kaufst und was sich dabei lohnt, was exotisch ist, was auch Schätze sind und was man auch sonst noch alles machen kann. Zum Beispiel gibt es auch Gitarren, die nicht aus Holz sind. Da habe ich auch hier zum Beispiel diese Gitarre, die ich am Ende noch vorstellen werde. Fangen wir aber erstmal vorne an. Und egal, ob du jetzt Richtung Ukulele, Gitarre, E-Gitarre oder Bass gehst, es ist, auch wenn ich über ein anderes Instrument spreche, das Grundprinzip häufig irgendwo dasselbe, wie jetzt genau die Saite und der Körper der Gitarre zusammenarbeiten. Deswegen ergibt das große Ganze nachher mehr Sinn und ich hoffe, dass ich dir damit viel weiterhelfen kann. Ich habe die letzten 2 Jahre an einer Musikschule gearbeitet und 30 Gitarren der klassischen Bauart restauriert und ungefähr 10 weitere andere Gitarrentypen. Und es wird ein anderes Video geben noch, wenn ich dazu Zeit finde, um es zu editieren, wo ich genau darauf eingehe, was ich empfehle bei der Reparatur. Heute geht es aber darum, eine gute Kaufentscheidung erstmal zu treffen und dann sonst ist eher die Empfehlung, gib eine gute Gitarre zu deinem Gitarrenhändler oder vielleicht kauf einfach deine Gitarre da. Aber bestimmte Sachen, wie zum Beispiel so eine Gitarre, wirst du im normalen Gitarrenladen nicht finden. Oder zum Beispiel eine Gitarre von 1977 wird es auch nicht unbedingt im normalen Gitarrenladen geben. Und das sind spannende Sachen, die ich dir nun zeige. Also, fangen wir erstmal mit einem Beispiel an, was nicht mehr zu gebrauchen ist. Und zwar hat diese Gitarre ja einen Schaden. Da ist vielleicht mal jemand draufgetreten oder so etwas. Oder sie ist aus höherer Höhe runtergefallen. Du siehst hier, dass es eingedrückt ist. Das sollte eigentlich flach sein. Und das geht hier richtig tief in die Gitarre rein. Du siehst hier, dass es auch runtergedrückt ist. Hier, das ist schon rausgebrochen und fehlt. Und hier sind lange Risse, die sich einfach hier komplett drüber ziehen. Das heißt, so eine Gitarre nicht kaufen, außer als Dekoration oder hier für die Schule, die ist gespendet worden, die Gitarre. Die Kids spielen gerne das darauf als Trommel oder tun einfach so, als ob sie spielen und nutzen es als Playback-Gitarre. Kann man machen. Aber wenn du jetzt Gitarre spielen möchtest, empfehle ich dir halt alles andere. Wenn die Gitarre allerdings zu klein ist, hat sie irgendwann Probleme, einen richtig schönen Klang zu produzieren. Zum Beispiel gibt es hier eine kleine Gitarrele, wie der Name schon nahelegt, ist das hier jetzt also die Größe eher einer Ukulele. Es ist aber eine Gitarre, daher Gitarrele. 6 Saiten wie bei jeder Gitarre. Aber die Saiten sind sehr lasch gespannt hier drauf und der Korpus hat einfach nicht viel Möglichkeit, viel großen Klang zu entwickeln. Und die Tenorukulele, die ich hier habe, die hat auch Saiten, die darauf ausgelegt sind, mehr Spannung zu nehmen. Also das sieht man vielleicht so ein bisschen. Hier die normalen Nylon-Saiten, die sind eher klar und die Saiten hier, die sind weißer als dieses durchsichtige Nylon, was eben ein Indiz dafür ist, dass es hier eine andere Sorte von Kunststoff ist, die mehr Spannung verträgt. Und so, das ganze System ist dann halt eben auch entsprechend anders gebaut, weil eben der Hals dann mehr Spannung vertragen muss. Aber das Ergebnis ist, ich habe hier viel mehr Freude, dem Klang,
dieser Tenor-Ukulele zu lauschen als der Gitarrele. Ja, also es ist natürlich verlockend, insbesondere wenn ich jetzt reise, eine kleine Gitarre mir anzuschauen. Macht auch Spaß, besser als keine Gitarre, aber ich stehe da an der Stelle auf Tenor-Ukulele. Ist bei mir auch so, dass ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte mit Ukulelen. War eher so der Basstyp, bin dann auch ein bisschen mit Gitarre halt mal in Berührung gekommen und habe es ausprobiert, wie weit bringe ich es da. Und dann bin ich Musiklehrer geworden und hatte dann nicht nur Bass- und Gitarrenschüler, sondern auch Ukulelenschüler. Und dadurch habe ich mich dann mit Ukulele beschäftigt. Und inzwischen mag ich es sehr gerne. Und der andere Witz war der, wenn ich mal auf Gitarre oder Bass nicht so richtig weitergekommen bin mit meinem Lernweg. Ich mache noch ein ganzes Video wahrscheinlich über das Lernen mit meinem Weg mit der Musician App, was ich so empfehlen kann, weil es ein Schritt für Schritt Lernweg ist, der dir genau sagt, wo es Anfang und wie geht es weiter. Die App hört dann, wie du spielst und gibt dir Feedback und du kannst dann genau sehen, wie genau du die Töne triffst und so weiter und so fort. Ich habe keinen Vertrag mit denen, aber es war das mit best investierte Mann Geld, was ich für eine App ausgegeben habe und ich konnte so schnell damit lernen. Und wenn es dann nicht weiterging im Bereich Gitarre oder Bass, habe ich dann einfach mal mit der Ukulele da den Prozess spaßeshalber durchgemacht und habe da nochmal die Grundlagen besser verstanden, weil die halt wiederholt worden sind. Und danach ging es auf Gitarre und Bass auch wieder einfacher. Deswegen bin ich dankbar dafür und kann es einfach nur empfehlen, nicht so fokussiert auf eine Art zu sein, sondern einfach mal spielerisch auszuprobieren. Und Ukulelen sind nicht so teuer. Es macht natürlich keinen Sinn, so viele Gitarren zu Hause zu haben. Die meisten Gitarren sind von der Schule und ich bin noch froh, dass ich die hier für dieses Video nutzen kann. Es sind nur diese Gitarre und die Ukulele meiner. Das am Rande. So, hier ist eine weitere sehr kleine Gitarre. Die sind alle nur so halb gestimmt, ist aber auch total egal. Da geht es nicht drum. Selbst wenn ich es professionell hier aufnehmen würde, hört man bei manchen gar nicht so die Unterschiede raus. Aber hier zum Beispiel haben wir einen Schaden auf der Decke. Und das ist aber relativ latte. Das ist nicht der Grund, warum die so klingt, wie sie klingt, sondern es ist einfach die Größe und die Saiten sind alt und labbrig und schon teilweise mit Rostansatz, weil einfach diese Gitarren auch in der Schule nicht so gebraucht werden, habe ich da nicht die Zeit für aufgebracht, die groß zu modernisieren. Ich habe zwar andere mit neuen Saiten bezogen, die halten dann aber nicht so gut diese starke Spannung aus. Wenn ich diese, wie ich bei der Tenor-Ukulele gezeigt habe, Saiten nehme, dann kommt der Hals hoch und es klingt trotzdem nicht. Jemand anderes sagte, auch so kleinen Gitarren versucht die doppelt so hoch zu stimmen, die Saiten. Das traue ich mich hier nicht, weil ich glaube, dann fliegt die mir auseinander. Von daher, ich finde, das ist also eine halbe Gitarre von der Größe her. Einfach die Länge 0,5 mal so lang wie bei normalen Gitarren. Und es klingt nicht, selbst mit neuen Saiten. Aber was ich sagen wollte, wenn ihr eine richtig coole Gitarre habt, wo einfach ein Loch drin ist an der Stelle, wo es nicht hingehört, kann die vielleicht trotzdem geil klingen und ihr findet dann eine richtig coole Gitarre, die super schön zu spielen ist, für einen günstigen Preis, einfach aufgrund eines kleinen Schadens. Und solange die Saiten halten, ist doch das total super. Also das wird überbewertet, falls da ein Loch drin ist. Das wollte ich einfach damit sagen, mit dieser schönen Gitarre. So. Dann haben wir zum Beispiel hier ein richtiges Schätzchen. Und zwar ist hier ein Stempel drin, dass die Gitarre aus Japan kommt und 1977 gebaut wurde. Das ist einfach ein richtig schönes Ding. Klingt richtig schön mit einer Einschränkung. Halbwegs noch in Tune. Einschränkung ist,
Was hier eben auch einfach so super spannend für mich war zu realisieren, wenn ich die selber spiele, also jetzt mein Ohr hier oben ist, klingt die für mich schöner als jetzt die einfache Schulgitarre. Dann war jemand zu Besuch, hat die gespielt und ich saß dann vor der Gitarre und da klang die ganz anders. Und witzigerweise war es dann so, dass die Schulgitarre mehr Bassfrequenzen hatte und diese Gitarre, der fehlen ein paar Bassfrequenzen. Und so habe ich dann gedacht, okay, ich finde eigentlich das Klangbild von der viel einfacheren Schulgitarre schöner als von dieser damals, glaube ich, sehr wertvollen, teuren Gitarre. Spannendes Learning für mich. Soll aber auch heißen, also schaut halt einfach, ob die euch vom Klang gefällt. Die ist super zu spielen. Die hat ein bisschen dünneres Griffbrett. Deswegen spielt sie sich wirklich wie Sahne. Und die habe ich restauriert dann. Das war dann, nachdem ich schon einige Erfahrungen gesammelt hatte mit den anderen einfachen Schulgitarren. Sowas gibt sonst zum Fachmann. Und das andere ist, wenn du diese Steganlagen bearbeitest, behalte das Original. Falls du dich vertust, kannst du immer wieder zurück und das Original einsetzen. Sonst gibt es da ja unnötig Ärger, den man sich selber macht. Spaßeshalber, falls man das sieht. Bei der Steganlage ist es tatsächlich mir kunstvoll gelungen, sogar diese beiden Seiten etwas zu kompensieren. Das heißt, also Kompensation sagt aus, dass die Seiten einen anderen Auflagepunkt haben. Der normale Auflagepunkt ist vorne an dem Ende, wo jetzt mein Finger ist. Und die Seiten werden dann teilweise auf die andere Seite mit der Auflagekante gesetzt, da das dann reinere Intonation gibt. Das hat mit Physik zu tun. Ich erkläre es jetzt nicht weiter. Die elektrischen Gitarren, die haben da aus diesem Grunde eine Mechanik, wo man das pro Seite individuell einstellen kann. Die akustischen Gitarren behelfen sich damit, dass sie hier so ein bisschen rumspielen. Ob das dann hundertprozentig getroffen ist, sei dahingestellt, aber es ist tatsächlich kunstvoll geworden und das Coolste, was ich so hingebekommen habe. Und das andere war dann hier eben auch, das braucht Zeit, bis sich die Gitarre wieder an die Spannung gewöhnt mit dem Hals. Das heißt, wo ich den neuen Steg drin hatte, gab es irgendwo auf dem Bereich noch ein Schnarren. Das heißt, das erkläre ich gleich an einer anderen Gitarre. Die Saite war zu niedrig und hat dann hier die Bünde, also diese Metallstäbe, berührt. Und hat dann eben dieses Schnarren, was ich dir gleich an einer anderen Gitarre zeigen werde, produziert. Und ich dachte, Mist, zu niedrig, ich muss nochmal das anders machen. Und nach noch einer Woche später hat sich der Hals dann so weit wieder nach oben gebogen, dass es dann sauber war, glücklicherweise. Das heißt, das ist hier jetzt relativ hoch. Aber es ist das Niedrigste, was ich mit dieser Gitarre erreichen kann, ohne dass es schnarrt. Jetzt kommt mein anderes Lieblingstool hier zum Einsatz, der USB-Stecker. Das heißt, ich kann den hier drunter schieben, was für mich einfach so hier für das Video auch die Daumenregel ist. Das ist so gerade noch das, was ich sagen würde, kann man machen, wenn du eine Gitarre findest, wo du wesentlich weiter als der USB-Stecker hier jetzt hoch ist, die Gitarrenseiten abstehen hast, dann macht irgendwann keinen Spaß und das werde ich dir auch gleich zeigen, dass die Intonation darunter leidet, weil du dann die Saiten eben biegst. Wie sagt man, bending? Du verstehst, was ich meine. So, eins nach dem anderen. Worauf man achten kann beim Kauf von gebrauchten Gitarren auf dem Flohmarkt. Wenn die in einem Koffer kommen, kann das ein guter Hinweis sein, dass das eine wertvolle Gitarre ist. Diese Gitarre hat auch hier mit
Gold ein bisschen verziert. In diesem Licht sieht man das kaum. Aber das war kein Silber, sondern ein bisschen und sehr, sehr viele Verzierungen auch. Das ist auch, zeige ich dir das nochmal. Ja. Das sieht doch hier schön aus an der Seite. Sieht man das in dem Licht? Also das ist ein wenig kunstvoller gestaltet als die Standard. Einfach ein Blechteil. So, also. Muss nicht heißen, dass es eine wertvolle Gitarre ist in so einem Koffer. Kann aber. So. Das ist das andere Extrembeispiel. Hier habe ich jetzt die Steganlage rausgenommen zu Demonstrationszwecken, was dann hier dazu führt, dass teilweise die Saiten gar nicht mehr klingen. Und hier habe ich dann ganz viel Rappeln. Ja, also nicht spielbar, das ist zu niedrig. Also man sieht dann hier, die liegt halt einfach auf die Seite. Genau. Nicht kaufen, beziehungsweise wenn du hier noch einen Steg reinmachen kannst, gut, dann kann man das wahrscheinlich wieder spielbar machen. Ist es auch in diesem Fall. Aber so klingt es, wie es nicht klingen soll. Hier ist jetzt das normalere Beispiel. Steganlage drin. Ja, das Weiße ist die Stegeinlage. Eine Gitarrenseite ist offensichtlich abgerissen. Wenn sowas passiert, schaut halt nach, wo die gerissen ist, ob hier irgendwas Scharfes ist. Vielleicht mit ein bisschen Schleifpapier ausbessern, dass dann halt beim nächsten Mal das ein bisschen länger hält. So, und worauf ich also jetzt hinaus wollte, ist dieses Schnarren. Ja, nachdem die Saite erst eine halbe Sekunde normal geklungen hat, berührt sie dann hier, weil sie zu niedrig ist, an einer Stelle auch das Metall und dann rappelt es dieses. Jetzt natürlich nicht. Da. Und schlimmer wird das Ganze, wenn ich tatsächlich irgendwas greife. Hässlich. Ja, so, das heißt, ich müsste jetzt entweder hier die Steganlage hochsetzen oder hier oben an diesem Teil, was sich Sattel nennt, oberer Sattel, den höher machen. Das ist, kann man machen, ist aber immer halt Arbeit und dann wird es halt einfach irgendwann hoch. Wenn ich jetzt hier mit meinem geliebten USB-Stick Kabel komme, wie auch immer, USB-Stecker, bin ich hier so an der Grenze. Ja? Also ich drücke die Seite etwas hoch, ist noch im Rahmen, aber sie klingt halt nicht sauber. Das heißt, ich muss hier höher und dann bin ich irgendwann in einem Bereich, wo es dann eben anstrengend wird, das zu spielen. So, auch hier ein paar Macken dran. Ja, das ist aber nicht das Problem. Auch hier, die ist halt benutzt. Ja, hier ist der Lack ab sozusagen. Aber ja, würde sie nicht schnarren, wäre alles gut, aber das ist eine andere Baustelle und für die Schule kann man das machen, aber ich ja, kann sie nicht empfehlen für jemanden, der wirklich Spaß dran haben möchte am Gitarre spielen. So, hier haben wir ein weiteres Schätzchen. Auf der Arbeit habe ich diese Gitarre in zwei Hälften von dem Karton verschlossen gefunden. Das Badge der Gitarre habe ich gegoogelt und das ist also eine Sigma-Gitarre. Heute gehört es zu Martin. Und die Nummer ist 42663 und laut Recherche wurde die ungefähr in den 80ern gebaut.
und dann wahrscheinlich einfach hier in die Ecke gestellt. Die hat kaum irgendwelche Spuren an Benutzung. Das ist wirklich Hammer. Ja, sieht aus fast wie neu, bis auf die Tatsache, dass die Seiten echt gammeln sind. Also hier unten ist es teilweise grün, falls man das sieht. Und die klingen noch halbwegs, die Saiten. Aber es macht keinen Spaß, die zu spielen. Die Finger nehmen dann den ganzen Rost und Dreck auf und das macht keinen Spaß. Also selbst wenn sie noch klingen, das ist überfällig, hier die Saiten zu wechseln. Bisschen Öl würde ich dann hier auch drauf machen, wenn ich die Saiten abmache, weil es hier sehr ausgetrocknet ist. Und das ist aber dann ein anderes Video zum Gitarren wirklich restaurieren und reparieren. Aber was ich hier noch sehr spannend finde, dass die drei metallummantelten Saiten ganz unterschiedlich gealtert sind. Also diese Saite hier sieht fast aus wie neu. Die nächste Saite ist so ein bisschen bräunlich angelaufen, aber hat nur in Anführungsstrichen den normalen Rost. Und hier auf der tiefen E-Saite, da ist es halt teilweise echt schon grün. Das ist echt hart, wenn man das so sieht. Und ja, ich weiß nicht, ob ich noch Zeit habe, die Gitarre zu machen. Also ich bin auf dem Weg zu den nächsten Projekten, habe den Job beendet hier und jetzt noch die letzten Sachen, die ich gerne nochmal auf Video von dieser Zeit festhalten wollte. Ja, hier sieht man bei den Mechaniken, das ist halt eine normal einfache. Das ist also hier eine massenproduzierte Gitarre, die aber wunderbar funktioniert und die hat auch eine okaye Saitenhöhe. Ich lasse den, ach komm, ich lasse es gerade sein, aber spaßeshalber. Ja, also ich komme hier drunter, liegt ein bisschen höher, das ist so das Maximum. Ja, es geht noch, es ist aber bitte nicht höher. Kann man sicherlich dann hier ein bisschen runtersetzen und dann ist das wieder gut. Ja, deswegen würde ich mir hier keinen Kopf machen. Schöne Gitarre, ist relativ günstig im Netz sowas zu finden. Also jetzt in dem Zustand vielleicht ein bisschen mehr, aber ich habe die im Netz gefunden dann für etwa 100 Euro. Ja. Also man hört, ich mag sie. Ja, so. Kommen wir zum Problem mit zu hohen Saiten. Diese 3D-gedruckte Ukulele wiegt sich wie eine Banane. Selbst wenn ich jetzt hier auf die gedruckten Bünde gehe, habe ich noch Platz. Ja, also bei den anderen habe ich versucht, zwischen die Bünde zu gehen, was dann eben noch weniger Distanz ausmacht für den Stecker hier. Und da ist halt echt Platz zwischen, ne? Wenn man das so sieht, selbst wenn ich oben drauf bin. Also das resultiert dann einfach daraus, dass die unsauber klingt, weil durch das Runterdrücken erhöhe ich hier die Spannung. Ja, der Weg verkürzt sich und die Saite muss sich dehnen, um mitzugehen. Und das zeige ich dir mal mit einer Stimm-App. Ja, es ist spät aktuell, mein Biorhythmus ist so ein bisschen durcheinander und ich will fertig werden. So, wir stimmen das mal hier schön aufs G. Und am 12. Bund einer Gitarre oder Ukulele ist die
Hälfte der Strecke von den Auflagepunkten. Was heißt, der Ton muss doppelt so hoch sein, die Frequenz. Aber wir sehen, dass es hier ganz am Rande ist. Ja, also eigentlich müsste jetzt das G5 hier auch in der Mitte sein. G4 ist hier. Jetzt haben wir sogar schon G-Sharp. Wie heißt das denn nochmal auf Deutsch? Gis, ja. Das hört sich dann einfach schräg an, weil es ist so hoch und es wiegt sich so viel. Deswegen. So. Ich hatte im anderen Video, glaube ich, schon kurz erwähnt, es gibt zur Ehrenrettung dieses Designs die Möglichkeit, hier andere Zwischenstücke reinzusetzen. Also es ist hier zwischen Korpus und Hals möglich. Mit so einem Teil. Und was ich aber schön finde, ist, dass ich jetzt hier keine Probleme habe, dass ich jetzt durch Feuchtigkeit oder durch Temperatur das Holz sehr beeinträchtigt fühlt. Das heißt, was der Übergang ist zu dem Thema Pro und Contra, Holz, nicht Holz und wo macht das Sinn oder nicht Sinn. Also, wenn ich diese Gitarre eingestellt bekäme, dass sie eine gute Saitenlage hat, dann kann ich die, solange ich sie nicht zum Schmelzpunkt führe, also das Filament hier, das ist Carbon Fiber, also Kunst Kohlefaser. Das wird bei 240 Grad gedruckt. Das heißt, das ist temperaturempfindlich, aber eben hat keine so große Empfindlichkeit wie Holz, würde ich jetzt erstmal sagen. Also zumindest nicht, was Luftfeuchtigkeit angeht. So, aus Kohlefaser klingt es ein bisschen schöner als aus dem Standard PLA. Ich habe die Hälse wegen der Belastung und der Spannung beides aus Kohlefaser gedruckt und so, dass sich nur der Korpus unterscheidet. Und das klingt so ein bisschen mehr hier nach Plastik. Ist aber sehr nah dran an beiden. Aber die fühlt sich ein bisschen schöner an als dieses Plastik hier. Ist aber eher so ein Spielzeug. Der Tuning, also die Stimmmechaniken sind super. Respekt vor dem Designer. Klanglich okay, also besser als die günstige Kinderukulele. Schlechter als eine normale Holzukulele. Falls man das hört, würde ich viel lieber auf so einer spielen als auf so einer, auch wenn jetzt die Saitenlage besser ist. Klarer Vorteil für mich mit Holz in vernünftiger Bauart. Wer Spaß dran hat am Basteln, wie gesagt, ihr kriegt ein Instrument, was funktioniert. Ja, so. Dazwischen habe ich eine Gitarre vergessen. Diese Drohne-Katastrophe muss ich mal gerade entschärfen hier. Das Problem mit Holz war nämlich hier an dieser Gitarre ersichtlich. Das Holz ist so weit ausgetrocknet, dass ich hier am Griffbrett Probleme hatte, dass hier scharfe Kanten dann dran waren an den Metallstäben, an den Bünden. Das hat richtig meine Haut aufgeritzt. Das werde ich dann in dem anderen Video zeigen, wo es darum geht, Gitarren dann zu reparieren, wenn ich dafür Zeit finde, das zu editieren. Das wird noch brauchen. Und das hatte ich vorher nicht gedacht, dass es tatsächlich so ein krasses Problem sein kann. Ich meine, wir sind hier jetzt gerade im Norden Schwedens. Hier ist es wirklich sehr trocken, das Klima. An anderen Bereichen wird das nicht so auffallen, aber das kann wirklich passieren, dass die Bünde hier einen Millimeter fast rausstanden in Summe auf so links und rechts.
Ich habe mich echt gewundert, was ist mit der Gitarre los, weil die war halt neu, haben irgendwie einen Fehler gemacht beim Herstellungsprozess. Also, sie hatte mein Vorgänger gekauft und sie sind noch in den Kartons eingepackt gewesen, haben nichts gemacht und waren nicht spielbar. Ja, irgendwann ist mir das dann bewusst geworden, dass es um die trockene Luft hier geht. Und deswegen, das ist eben der Nachteil an Holz. Und der andere Nachteil ist halt, ich habe bei den E-Gitarren, wie auch bei den E-Bässen, einen massiven Holzkorpus, der A relativ schwer ist und B insbesondere bei der Bassgitarre ist der Punkt der, dass Holz nicht so gut die Frequenzen wiedergibt im Bassbereich. Also es ist eher ein absorbierendes Material, was ich dann bei der Bassgitarre merke im unteren Bereich. Und da mag ich einfach kurz so ein bisschen die Entwicklung gerade anreißen. Also einfach von kurzer Recherche auf Wikipedia. Also dieses Modell hier gibt es ungefähr seit 1950, 51. Fender Precision Bass, was so das erste kommerzielle Massenprodukt war von der Entwicklung des Upright Bass, also des Kontrabass, der also in der Vertikalen gespielt wurde, wo es also einen großen Resonanzkörper aus Holz gab. Dann kamen die elektrischen Gitarren auf und so musste dann der Bass auch elektrifiziert werden, um mit der Lautstärke mithalten zu können. Und dieses Modell war dann das erste, was entwickelt wurde, um es wie bei die E-Gitarre eben horizontal zu spielen. Und die dicken Basssaiten brauchen jetzt viel mehr Zug. Das heißt, es gibt eine viel höhere Belastung hier ans Material, was diese Saitenspannung aushalten muss. Führt dann auch dazu, wie bei den E-Gitarren, das ist dann hier verschraubt, das ist dann mal besser, mal schlechter, wie sich die Schwingung zwischen diesen beiden Holzteilen überträgt. Und es wird dann relativ schwer, weil es ist massives Holz. So, wenn wir jetzt angucken, Physik und so, die Saiten haben ein relativ niedriges Gewicht im Vergleich zum Korpus. Und ist natürlich überhaupt nicht jetzt dafür ausgelegt, dass jetzt hier viel Resonanz und Vibration gibt, weil der Ton hier durch die Tonabnehmer verstärkt wird. Aber stellt euch mal vor, man kann jetzt einen Hohlkörper bauen, der insbesondere bei tiefen Frequenzen hervorragende Resonanzeigenschaften hat. Und dann kommt sowas dabei raus. Und on top of that, es ist aus einem Stück gefertigt. Ich habe hier keine Verschraubung, sondern es ist einfach eins. Ja? Und diese und viele andere Details führen einfach dazu, dass sich hier mehr Resonanz bekomme von den Saiten, weil eben der Korpus ist leichter dadurch und die Saite hat es dadurch, hat viel mehr Einfluss und Möglichkeiten, den Korpus mit ans Schwingen zu bringen, was den Ton auch bei den Tonabnehmern dann mit beeinflusst und er ist relativ laut im Vergleich zu einem normalen, massiv gebauten E-Bass. Und das war für mich so die eierlegende Wollmilchsau. Ich dachte, okay, ich würde jetzt gerne mal einen richtigen Bass haben, der ist mir aber normalerweise zu schwer, deswegen gucke ich vielleicht auf einen 7/8-Bass. Der ist dann aber wieder zu leise und eigentlich will ich einen akustischen Bass vom Prinzip haben, der aber wie ein elektrischer klingt. Das ist normalerweise nicht möglich, bis ich dann auf diesen Bass gekommen bin. Ich habe das Glück, Heiko, der den Bass hier gebaut hat, seit etwa 10 Jahren zu kennen und habe den dann besucht. Er hat mir dann diesen Bass in die Hand gedrückt, das war das einzige Modell, was gerade fertig war. Der hat so 2, 3 Jahre Warteliste, bis er dann einen Bass bauen kann, wenn man ihn heute bestellt. Und ich war einfach nur begeistert und diese Form alleine, wie der am Körper anliegt, damit ging es los. Das passt einfach direkt dran. Er hat
super viele Möglichkeiten, den Klangregelung zu beeinflussen. Ich wollte gerne eine tiefe Saite. Ich hatte gedacht, okay, vielleicht eine hohe Saite brauche ich nicht. Mir reichen dann die vier tiefen Saiten. Also die oberen vier wären die normale Besetzung wie bei dem klassischen Bass, und die moderneren haben dann irgendwann eine tiefe Saite bekommen, wenn man das möchte. Ich bin jetzt aber ganz froh drum, wenn ich ein normales Stück spiele, kann ich den normal hier benutzen wie ein normaler Bass, ohne dass ich umdenken muss. Und. Also ihr merkt, ich mag es sehr. Ich freue mich sehr, und es ist einfach mal, um zu zeigen, was möglich ist. Klingt natürlich anders, wenn man jetzt sagt, ich möchte so klingen wie vor wie viele Jahre noch immer der und der gespielt hat. Alles cool, aber praktisch ist es so, die Dinger sind vergleichsweise schwer. Die sind etwas leichter, der hat sehr viel Elektronik, dadurch gleicht es sich fast schon wieder aus. Aber ein Fünfseiter würde sonst mehr wiegen als dieses Ding, und das merkt man, wenn man den lange über Schulter tritt. So viel dazu. Firma heißt Basslab, habe keinen Vertrag mit denen, aber die machen auch hervorragende Gitarren. Das ist auch gar nicht mal so eine blöde Idee, dieses Konzept auf Gitarren anzuwenden. Und ansonsten funktioniert Holz auch gut. Da gibt es ja noch Neck-Through-Designs. Das ist schön, um es kurz zu halten. Und ja, es gibt die erste Aufnahme schon auf Streaming-Diensten, If There Is A God von Chief, wo ich diesen Bass mit herein spielen durfte. Cajon habe ich da auch gespielt. Und das macht Spaß. Und das wünsche ich dir nach diesem kleinen Eindruck durch die ganzen Gitarren auch, dass du ein Instrument nach findest, was Spaß macht. Das ist auch, was Heiko mir nochmal einfach mitgegeben hat, als ich da war. Wenn das Instrument keinen Spaß macht zu spielen, wirst du es halt nicht spielen. Deswegen ist es wichtig, dass dir das Instrument gefällt. Was auch immer das für dich ist und heißt, ist natürlich auch manchmal dann eine Preisfrage. Das ist alles okay. Aber es gibt super viele gebrauchte Gitarren, die super viel Spielfreude bieten. Eine Gitarre habe ich noch nicht gezeigt. Das ist was, was ich dir nicht empfehlen würde, nämlich auch in diesem Zusammenhang. Sorry. Ja, ich versuche lieb zu dir zu sein. Das ist ein sehr gutes Beispiel für eine Gitarre, die ich nicht empfehlen kann. Ja? Zumindest nicht zum Anfang, weil sie hat also jetzt diese dünnen Stahlsaiten, an denen ich wunderbar meine ungeübten Fingerkuppen verletzen kann. Und sie hat ein extrem dickes Holz hier, ja, also der Hals ist sehr, sehr dick, weil eben hier ich auch wieder das Problem habe, mit den Stahlseiten habe ich eine höhere Zugbelastung, und das muss das Holz irgendwie bringen, und damit die Gitarre das hält, wird es dann dick, und das macht dann halt mehr Aufwand, und falls jetzt meine Finger kleiner sind, das ist anstrengend zu spielen. Also sie klingt ein bisschen hart auch, ich mag sie nicht so. Sorry. Besser als keine Gitarre, aber least favorite. Dann lieber sowas, wenn ich die von der Größe her bedienen kann. Spaß ist halber. Auch wenn sie da jetzt gerade schon auf dem Sofa steht und das auch nicht ganz den Klang dann frei rausbringen lässt, klingt sie halt ein bisschen voluminöser. Das waren alle Gitarren aus meiner Sammlung hier von der Schule und mein Bass, eine Ukulele. In der Hoffnung, dass du nun einen kompletten Überblick hast, was Möglichkeiten, Grenzen, bla sind in Bezug auf den Kauf einer Gitarre. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit, deine Gitarre zu finden und zu spielen. Falls sonst es doch irgendwie lieber ein Schlagzeug oder ein Klavier gibt, ist es auch total cool. Ich spiele halt inzwischen irgendwie alles, und es lernt immer so sich gegenseitig. Es ist für mich ein total spannender Entwicklungsprozess gewesen, das alles. Und ich habe auch ein eigenes Piano-Konzept entwickelt, How to get into Intuitive Piano Playing heißt das Video.
was du hier auf diesem Kanal findest. Und daraus, auch aus diesem Ganzen, ist entstanden eine Geschichte, die ich Piano Channeling nenne. Da verbinde ich mich mit dir oder demjenigen, mit dem ich diese Session mache, und spiele dann am Klavier, was mir in dem Moment kommt. Und das macht große Freude für mich zu spielen, und es ist eher sehr berührend meistens für denjenigen, für den ich das spiele. Und wenn du da Interesse und vielleicht Freude drin hast, mal ausprobieren, würde ich mich sehr freuen, das für dich zu machen. Ich verlinke dir das alles in der Beschreibung. Du findest das sonst auf meiner Homepage, auf diesem Kanal auch ein paar Eindrücke. Und ich würde mich einfach freuen, ja, von dir zu hören. Hab Spaß ansonsten am Musik machen, und alles, alles Gute.